Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich, hier im Rahmen des Mozart-Festivals etwas zum Begriff Freiheit, genauer gesagt zu den widerständigen Freiheiten der Kunst, zu sagen. Mein Vortrag besteht aus vier Teilen. Erstens ein allgemeiner Teil zum Verhältnis politischer und künstlerischer Freiheit. Dann werde ich historisch auf zwei verschiedene gegenläufige Freiheitsbegriffe eingehen. Einmal auf Kant, das liegt nahe, und zweitens auf Friedrich Nietzsche, um dann daraus im letzten Teil kurz noch einige Schlüsse zu ziehen. Freiheit, ein Ausdruck, der schon immer etwas Fragiles, Prekäres hatte, der in Westeuropa als politische Erfahrung erst Ende des 18. Jahrhunderts und vor allem im 19. Jahrhundert hart erstritten wurde, der zumindest für uns lange Zeit selbstverständlich schien, ist heute wieder bedroht und in Frage gestellt. Und zwar auf mehrfache Weise: durch Krieg, durch autoritäre Populismen sowie durch eine Entwendung der Sprache. Denn was einst dem liberalen Diskurs angehörte, gerät zunehmend zu einem Wort, das bevorzugt von denjenigen instrumentalisiert wird, denen es um eine Destabilisierung und Delegitimierung liberaler Ordnungen geht. Das gilt besonders für die sogenannte negative Freiheit, also der Freiheit von, im Unterschied zur Freiheit für, also einer Freiheit, die sich frei macht, die widersteht. Wir befinden uns nicht nur durch den russischen Angriffskrieg in einer der größten Krisen der Nachkriegszeit, sondern auch, wie man sagen könnte, in einem Krieg der Sprache, der die Vokabularien entwendet und erschüttert und dabei den Sinn von Worten umzukehren und eben dadurch zu entwenden sucht. Auch deshalb werde ich im Folgenden historisch argumentieren, um einige Bedeutungen dessen zu rekonstruieren, was einst unter Freiheit verstanden wurde, und die Komplexität und sozusagen permanente Gefährdung dessen auch wiederzugewinnen suchen, was scheinbar das so einfache Wort Freiheit für uns meint. So hat das Motto des diesjährigen Mozart-Festivals, das den Freigeist Mozart adressiert, an plötzlicher Aktualität gewonnen. Allerdings, weil es doch in erster Linie um die Musik, um die Kunst geht, werde ich nicht nur über Freiheiten im Allgemeinen sprechen, sondern über den mit dem politisch-existenziellen Komplex Freiheit eng verwobenen Komplex von Kunst und Kreativität, sowie das, was man dem Spezifischen die künstlerische Freiheit nennt, ein Ausdruck, der ebenfalls erst im späten 18. Jahrhundert virulent wurde, jedoch heute mehr und mehr fast nur noch ein Erinnerungsbegriff geworden zu sein scheint, denn die Freiheiten der Kunst, nunmehr im Plural, scheinen durch ökonomische Zwänge, durch den ästhetischen Innovationsdruck, durch die Herausforderungen künstlicher Intelligenzen und digitaler Kreativitäten sowie durch das, was Georg Frank mit Bezug auf die Architektur als mentalen Kapitalismus bezeichnet hat, gebrochen. Ich möchte hinzusetzen, dass ich in Sonderheit deshalb von Freiheit als einem nicht einfachen Komplex spreche, weil der Ausdruck nur kontextuell und systemisch diskutierbar ist und der Freiheitsbegriff sowohl von verschiedenen, zum Teil auch widersprüchlichen Bedingungen abhängt, als auch mit einem ganzen Ensemble anderer Konzepte und Verfahren verwoben ist, die ihn erst zu dem machen, was er für uns bedeutet. Denn Freiheit ist nicht etwas natürlich Gegebenes, auch nicht die Eigenschaft einer Person im Sinne der Zuschreibung von Willensfreiheit. Denn diese Auffassung, dass Freiheit etwas damit zu tun habe, dass wir tun und lassen könnten, was wir wollten, ist ebenfalls erst das Produkt der frühen Neuzeit. Und der Erste, der überhaupt so dachte, war im 16. Jahrhundert der spanische Jesuit Luis de Molina, der diese Bestimmung aber in den Zusammenhang des Göttlichen stellte, das heißt, Gutes zu wollen. Freiheit ist so kein alleinstehender Begriff, kein Absolutum.
Sie ist auch nicht an die Willkür individueller Intentionen gebunden, sondern immer in ein Netz von Voraussetzungen oder in eine Konstellation gestellt, zu der auch Begriffe wie Entscheidung, Urteil, Denken, natürlich Urheberschaft, aber auch Originalität und Intention und so weiter gehören, sowie, und da wir in erster Linie ja soziale Wesen und auf andere bezogen sind, sodass wir nichts tun können, nichts wollen können, ohne immer schon in Beziehung zu sein, zählen dazu des Weiteren Reziprozität, Responsivität und Responsibilität im Sinne des Verantwortens und Ähnliches. Anders ausgedrückt, die Frage nach der Freiheit ist notwendig mit der Wahrnehmung unserer selbst als einer sozialen Person, wie auch mit der Frage nach dem anderen, der Alterität durchsetzt, das heißt mit einer genuinen Ethizität. Und wenn ich das Wort Ethizität gebrauche, das etwas fremd vielleicht wirkt, dann nicht in der Bedeutung einer schon entwickelten Ethik oder einer feststehenden Morallehre, sondern zunächst unspezifisch im Sinne von ethisch geprägt oder gleichsam mit ethischer Materie gefüllt, wenn Sie so wollen. Und zwar so, dass Freiheit gar nicht verständlich gemacht werden kann, ohne die Notwendigkeit des Ethischen mit einzubeziehen. Und dies gilt selbstverständlich auch für die Kunst. Ich setze des Weiteren hinzu, dass diese genuine Ethizität noch vor der Verantwortlichkeit im engeren Sinne liegt. Es sei denn, man versteht den Begriff Verantwortung im wörtlichen Sinne als ein Antworten auf. Jedes Freisein, jede Forderung, Behauptung oder auch Anmaßung von Freiheit steht nämlich immer vor anderen. Nicht nur der Freiheit des anderen, sondern vor dem Anspruch seiner Existenz. Anspruch, auch wieder im wörtlichen Sinne verwendet, sozusagen ein Anspruch oder eine Ansprache im positiven wie im negativen Sinne. Vor der Verantwortung verweist hier auf die Vorgängigkeit des In-Beziehung-Seins, die ich weder durch meinen Willen noch durch meine scheinbare Freiheit gewählt habe, noch die ich intentional wählen kann, denn Bezüglichkeit ist unsere Seinsweise, sodass das, was mit Beziehung verbunden ist, die Spezifik eines Zugs sozusagen beinhaltet. Ein Zug, der nicht von mir ausgeht, sondern in den ich hineingestellt bin, der also von dem ausgeht, was ich nicht gemacht habe, noch Gegenstand meiner Entscheidung sein kann, wie gleichzeitig den ganzen Raum sozusagen unserer Erfahrungen und Emotionalitäten und ihrer Geschichte mit enthält. Solches immer schon in Beziehung sein ist uns darum aufgegeben, im Sinne einer Aufgabe, in der zweifachen Bedeutung dieses Ausdrucks Aufgabe, denn die Aufgabe ist stets, diesem in Beziehung sein überhaupt zu genügen, wie zur gleichen Zeit sich in seinen Ansprüchen sozusagen zu entmächtigen, also aufzugeben, was nicht bedeutet zu verzichten, sondern gleichsam vor jeder Selbstsetzung oder vor der Performance der eigenen Freiheit, des eigenen Willens zugleich immer schon auch ein Stück weit zurückzuschrecken oder sich zurückzunehmen. Dem Komplex der Freiheit ist also von Anfang an ein anderer Komplex beigegeben, nämlich der Komplex des anderen, des Alteritären, weshalb nebenbei gesagt die Idee der Eigenverantwortlichkeit eigentlich ein Unding ist, weil diese die elementare Bezogenheit zum anderen schon im Ansatz verfehlt. Es sei denn, man verschiebt diesen Ausdruck in einer Weise, dass es gleichsam mir zu eigen ist, immer schon anderen gerecht werden zu wollen. Ich setze darüber hinaus hinzu, dass selbst mit diesem Komplex einer ursprünglichen Ethizität der Freiheit im Rücken die eben erwähnte scheinbare Selbstverständlichkeit der Freiheit gar nicht selbstverständlich, sondern schwierig und verworren ist. Ein Symptom dessen ist vielleicht, dass die alten Sprachen, ich meine vor allen Dingen das antike Griechisch und Latein, zwar einen Ausdruck für Freiheit kennen,
wie Letteria oder Libertas, aber stets in Abhängigkeit zu, wozu gleichermaßen Zwang und Notwendigkeit wie auch die Tyche, also das, was man mit einem Bindestrich vielleicht als Zufall übersetzen könnte oder als Geschick bezeichnen könnte, wie auch im politischen Sinne mit der Polis oder der Civitas im römischen Raum verbunden war, als Raum sozusagen und Ordnung eines Zusammenlebens. Nicht jedoch im Sinne einer existenziellen Grunderfahrung des Individuums. Man kann dies auch so ausdrücken, Freiheit ist stets mit einem Raum von Möglichkeiten konnotiert, der als Raum nicht unendlich ist, sondern begrenzt bleibt. Freiheit ist folglich ein Begriff der Potentia, nicht der Aktualis, der Wirklichkeit, denn die Freiheit erweitert oder öffnet den Raum der Wirklichkeit hin zu einem möglichen anderen. Sie macht deutlich, dass dieser Raum nicht geschlossen ist, nicht statisch ist, dass er seine eigenen Dynamiken und Zeitlichkeiten enthält, die anzeigen, dass etwas nicht so und so sein muss, sondern auch anders sein kann. Anders gewendet, dass etwas sein, anders sein kann oder vielleicht auch anders sein soll, ist der Ort, an dem Freiheit und mit ihr Entscheidung, Antwort, Offenheit ihren Sinn erst erhalten. Und das werde ich am Schluss dann noch etwas genauer versuchen zu spezifizieren. Vorerst sollen diese vorausschauenden Bemerkungen genügen, über die verschiedenen Facetten von Freiheit philosophisch nachzudenken, ihren möglichen Bedeutungen nachzugehen, sie zu revitalisieren und ihre wechselvolle Geschichte nachzuzeichnen, insbesondere nach der Epoche eines an die Radikalität des Subjekts, seiner Souveränität und Gebierde gebundenen Freiheitsbegriffs, also dem Freiheitsbegriff der Aufklärung und der sogenannten bürgerlichen Epoche, die uns jedoch heute aufgrund ihrer immanenten Paradoxien zum einen problematisch geworden ist, andererseits aber juridisch, und darin liegt dann der Eindruck des Selbstverständlichen, ins allgemeine Menschenrecht als Freizügigkeit der Wahl, der Meinung und des Aufenthalts sowie als verbrieftes Recht auf Originalität und Urheberschaft übergegangen ist. Ich erwähne diese Punkte, weil das im allgemeinen Menschenrecht, wenn es um die Freiheit geht, sozusagen die Positionen sind, die mit Freiheit assoziiert werden. Doch darf eben nicht vergessen werden, dass damit der Freiheitsbegriff sozusagen auf seine Minimalbedingungen reduziert ist und auf eine Klasse von Formalismen zurückgebracht worden ist, die lediglich prozedurale Geltung besitzen. Ich kann sie nämlich einklagen. Dennoch verbinden sich damit zwei wesentliche Einsichten, nämlich erstens, dass juridisch-politisch Freiheit nicht präjudiziert, nicht vorweggenommen, sondern bestenfalls in einen Rahmen gefasst werden kann, der genau jenen Raum von Möglichkeiten zulässt, von dem ich eben gesprochen habe, und dass zweitens, was vielleicht noch viel wichtiger ist, die Urheberschaft weniger das Eigene als Eigentum meint, als vielmehr das Recht zu schaffen. Das bedeutet auch, dass Originalität und Autorschaft intrinsisch zum Freiheitsbegriff gehören. Denn dieses Recht erst ermöglicht es, den Raum der Möglichkeiten, also diese Potentia, zu betreten, mit Ideen, Praktiken zu füllen und so von Anfang an mit Kreativität und Schöpfertum zu bereichern. Das heißt auch als Konsequenz, dass sich die politische Bedeutung der Freiheit, die immer zuerst genannt wird, wie immer sie konkretisiert wird, wie immer sie verstanden wird, sich unmittelbar mit der künstlerischen verbindet. Ja, vielleicht muss man sogar die Kunst als ihr eigentliches Reich und Vorbild sowie als ihren eigentlichen Austragungsort ansehen. Denn, so würde ich behaupten, es gibt keine politische Freiheit ohne in einem wesentlichen Sinne die künstlerische Freiheit. Und vielleicht liegt es daran, dass im Besonderen die künstlerische Freiheit seit je mit einem spezifischen Nimbus versehen wurde, einem Geheimnis umgrenzt war. Diesem Hintergrund möchte ich im Folgenden zwei historische Verständnisse rekonstruieren. Einmal
ein Verständnis sozusagen rigoroser, kompromissloser Freiheit, die in das Subjekt gebunden ist, und einer, der dem gegenläufig ist. Zwei Verständnisse von Freiheit, die gleichzeitig mit zwei verschiedenen Epochen verbunden sind, die womöglich auch deutlich machen, weshalb unsere heutige Situation so unsicher und schwierig geworden ist. Denkt man, dem Motto des Mozart-Festivals folgen, in einem ersten Schritt an den Freigeist Mozart, ist man natürlich sofort auf das Genie verwiesen. Denkt man darüber hinaus an den Geniebegriff und sein immanentes Kreativitäts- und Freiheitsverständnis, ist man sofort an den älteren Zeitgenossen Mozart, nämlich an Immanuel Kant und dessen berühmtes Diktum verwiesen, wonach das Genie dasjenige Talent sei, ich zitiere, welches der Kunst die Regel gibt, wie es in der Kritik der Urteilskraft heißt, statt vorgegebenen Regeln zu folgen. In einer näheren Bestimmung heißt es dazu erläuternd, dass Talent als angeborenes Vermögen unterstellt werden muss. Es muss unterstellt werden, also vorausgesetzt werden, dass dieses aber in der Fähigkeit besteht, erstens etwas hervorzubringen, ich zitiere wieder Kant, wozu sich keine bestimmte Regel geben lässt. Zweitens, dass diese Produktion, wie Kant sagt, exemplarisch ist, also zu einem Muster oder einer Richtschnur für andere avanciere. Sowie drittens, dass die Art und Weise, wie diese Gabe oder diese Erfindungskraft diese Art der Gabe einer Regel zu Wege bringe, wie Kant sich ausdrückt, nicht allgemein beschreibbar ist, ja, dass, wie er auch schreibt, ich zitiere, der Urheber selbst nicht weiß, wie sich in ihm die Ideen hierzu herbeifinden. Was insbesondere dazu führt, dass sie nicht nach Belieben ausgedacht werden oder wiederholt werden können. Die Freiheit des Genies, so ließe sich zusammenfassen, ist nach Kant zum einen eine Produktionsfreiheit, die nicht mimetisch verfährt, also nicht etwas oder andere nachahmt, zum anderen eine Freiheit von den klassischen Regularien oder Produktionsgesetzen, die stets auf Lern- und Lehrbarkeit gerichtet waren. Sich eine Regel geben, die anderen als Regel dient, ist also die Grundbestimmung, die in jeder Hinsicht zum Formalismus im Widerspruch steht, sodass Freiheit oder, so der kantische Ausdruck, der freie Gebrauch der Erkenntnisvermögen, man könnte auch sagen der Imagination, keine Erfahrung eines Wissens oder einer Wissenschaft noch einer Pädagogik oder Didaktik sein kann, sondern der Existenz. Sie gibt im emphatischen Sinne von geben, also offeriert oder schenkt, dabei Neues, was nicht schon anderweitig gegeben ist. Hier haben wir den eigentlichen Bezug der Freiheit zum Raum der Möglichkeiten, sozusagen die Verbindungsstelle zwischen Genie, Freiheit und Kreativität, denn diese drei Begriffe, wie gesagt, gehören zusammen. Sie ist im Wesentlichen also eine Freiheit, sozusagen zum Entwurf, zur Neuheit im Sinne eines neuen Modells, einer neuen Regel, die aber als Regularität nur dann neu genannt werden kann, wenn sie gleichzeitig auf bisherige Regelwerke bezogen bleibt, in diese interveniert, sie erweitert, transformiert oder, das gehört ebenfalls dazu, sozusagen etwas abzieht, also die Subtraktion, die Streichung von Regeln gehört. Man versteht damit unmittelbar auch, warum, wie eingangs gesagt, Freiheit und Originalität bzw. Kreativität zusammengehören. Kant trifft allerdings kein Präjudiz auf die Art dieser Regelerfindung, er überlässt sie der freien Einbildungskraft. Seine Ästhetik taugt daher für die Beschreibung der Rezeption. Wir folgen sozusagen staunend der Rigorosität oder Kühnheit einer neuen Setzung. Aber sie gibt keine Auskunft für die Produktion. Sie ist keine KünstlerInnen-Ästhetik. Zudem ist Kant weit davon entfernt, die künstlerische Freiheit lediglich als eine
Regelerfindung ohne Regel zu deuten. Denn es gibt, wie es weiter heißt, zitiere, doch keine schöne Kunst, in welcher nicht etwas Mechanisches ist, welche nach Regeln gefasst und befolgt werden kann. Andernfalls wäre sie, wie Kant sagt, ein bloßes Produkt des Zufalls. Eine Regel geben geschieht demnach zwar außerhalb von Regeln oder über die gegebenen Regeln hinaus, aber nicht gegen alle Regeln, wie Kant ausdrücklich vermerkt, denn, wie es an anderer Stelle heißt, Freiheit bedeutet nicht Gesetzlosigkeit, sondern es gibt wiederum auch das Gesetz der Freiheit, wie es dann im kategorischen Imperativ formuliert worden ist. Wir haben es deswegen immer mit einer bedingten und keiner unbedingten Freiheit zu tun, bedingt deshalb, weil sie sich auf einen Zusammenhang, einen Kontext, eine Tradition, auf akademische Verbindlichkeiten oder eben das Sittengesetz bezieht, das Sittengesetz, das eben die Unbedingtheit erst setzt als unbedingte ethische Maxime, alles andere bleibt für Kant Zufall. Daher auch unverständlich, wie auch eine Kunst, die sich allem widersetzen würde, nach Kant nicht einmal als solche erkannt werden könnte. Ich setze wiederum hinzu, nicht nur entspricht diese Einlassung dem klassischen Begriff subjektiver Freiheit, der vor allem die Willensfreiheit sowie die Spontanität der Einbildungskraft betont, sondern auch einer Freiheitsauffassung im Rahmen der Vorgängigkeit von Ordnung, die diese sozusagen immer schon unterstellt. Freiheit ist nach Kant immer, hat nach Kant immer einen Ordnungsbezug. Hingegen, wo diese Ordnung oder diese Möglichkeit von Ordnung selbst in Frage steht oder in eine Krise geraten ist, findet diese Vorstellung von Freiheit keine oder nur eingeschränkte Anwendung. Man findet eine solche Krise, um sozusagen ein schroffes Gegenbeispiel zu benennen, im frühen Avantgardismus, in dem es regelmäßig zu Gewaltausbrüchen zwischen verschiedenen Publika kam. So wurde Adolf Loos oder Otto Wagner in Wien der Jahrhundertwende verlacht, Peter Altenberg Ziel beißenden Spotts, Gustav Klimts Fresken an der Universität entfachten Proteststürme und fast jedes Konzert von Arnold Schönberg löste Handgreiflichkeiten und gerichtliche Klagen aus. Der künstlerische Prozess ist immer eingebettet in einen Dialog zwischen Produzenten und Rezipienten und wo dieser Dialog sozusagen aus den Fugen geraten ist oder die Kommunikation scheitert, ist etwas in Frage gestellt, was man vielleicht mit dem aristotelischen Ausdruck der Koinonia bezeichnen kann, was eigentlich das Versammelnde heißt, was aber gewissermaßen das ausdrückt, was Sozialität überhaupt erst zur Sozialität macht, also was das In-Beziehung-Sein überhaupt ausmacht, die spezifische Bindungskraft, die dahinter steht, also das, was uns zueinander in Beziehung hält. Und da, wo sich dieses aufzulösen oder zu zerfallen beginnt, auch die Kunst und ihre Freiheiten sozusagen vor einem Abgrund steht. Den Streit, den die künstlerische Freiheit entfacht, die Weise sozusagen der Ausschöpfung des Neu oder Anders im Raum der Möglichkeiten, der Erweiterung sozusagen dessen, was Bestand hat, ist dann Symptom einer solchen Krise oder Umsturzes, die mit einer zunehmenden Kriterienlosigkeit korrespondiert, die zugleich dazu tendiert, gewissermaßen mit dem Sinn der Freiheit auch den Sinn der Kunst zu tilgen. Ich komme damit zu meinem zweiten historischen Beispiel, denn das fast schon erbitterte Gegenbild zu Kants Verständnis von Originalität und Freiheit des Genies, wie überhaupt seines Freiheitsbegriffs, findet sich in der Kunsttheorie Nietzsches. Wir haben es nicht länger mit einem gebundenen Freiheitsbegriff zu tun, sondern mit einem anarchischen, exzentrischen, wie man sagen könnte, ja sozusagen alles umkehrenden oder umwertenden Freiheitsverständnis, zu dem wiederum ein ursprünglicher Widerstreit gehört, den Nietzsche mit den beiden antiken Gottheiten Apollon und Dionysos verbindet. Ich erlaube mir die Zwischenbemerkung, dass Nietzsche auf diese beiden Gottheiten referiert, hat mit der spezifischen Arbeit der Philosophie zu tun, die in vielem der Arbeit der Kunst ähnelt, denn sie ist mitunter eine Verfremdungsarbeit.
Der Geniebegriff ist zu Nietzsches Zeiten sozusagen schon depraviert. Desgleichen sind die ästhetischen Diskurse hohl und stereotyp geworden. Deswegen greift Nietzsche zu neuen Vokabularien, verfremdet sozusagen die Bezüge auf die antiken Gottheiten, um sie als Kategorien oder gegen terminologische Klischees zu setzen und sozusagen die undurchsichtig gewordenen Begriffswelten des 19. Jahrhunderts mit neuen Begriffen sozusagen zu durchqueren. Apollon weist dabei auf die Klassik, das ist sozusagen das Klischee der Klassik, sozusagen die Winkel manchen Ideale der Klassik. Dionysos hingegen ist ein fremder Gott, ein nicht autochthoner Gott, der von außen kommt, der einbricht. Ich erlaube mir die weitere Bemerkung, wenn heute auch in fast erbitterter Weise ein postkoloniales Vokabular gegen sozusagen unser angestammtes europäisches Vokabular gesetzt wird, dann hat das denselben, vor allen Dingen denselben Grund, nämlich Verfremdungsarbeit zu leisten, also sozusagen aus einem fremden Blickwinkel, nicht von einem fremden Gott aus, sondern aus einem fremden Blickwinkel auf uns selbst zu schauen. Bekanntlich erscheint das Begriffspaar Apollon-Dionysos in Nietzsches Richard Wagner gewidmete Schrift Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik aus dem Jahre 1871. Etwa zeitgleich entsteht auch die Schrift Die Dionysische Weltanschauung, die das Problem der ästhetischen Darstellung thematisiert, wie sie die Ästhetik Hegels in den Mittelpunkt der Kunstphilosophie gestellt hat und die wiederum die romantische Kunst bis an den Rand sozusagen der Auflösung jeder Darstellung ja bis ins Undarstellbare hineingetrieben hat. Man denke exemplarisch etwa an die Malereien Henry Füßlis oder William Turners. Nietzsche diskutiert deren Problematik nicht explizit, wohl aber maskiert aus der Opposition zwischen, wie er sagt, einem apollinischen und dionysischen Kunstprinzip, die er anfangs noch als Komplementarität konzipierte, wie es heißt, als in den Worten Nietzsches Doppelquell und Stilgegensatz. Sie bilden ineinander gewobene, wie er sagt, in ihren höchsten Zielen verschiedene Kunsttriebe, deren Leitmotivik trotz mehrfacher Umdeutungen sich durch das gesamte philosophische Werk Nietzsches zieht. Doch die spätere Götzendämmerung handelt von ihnen, genauso wie zahllose Stellen des Nachlasswerkes, wobei allerdings eine zunehmende Radikalisierung auffällt. Der Ausdruck Duplizität fällt gleich zu Beginn der Geburt der Tragödie und nennt dabei ein noch Unentschiedenes, ein Ineinander, soweit beide, jetzt adaptiere ich sozusagen eine heideggerische Formulierung, in einen Streit geraten, einem Polemos, einer Polemik, welche zum einen die ästhetische Formauszeichnung betrifft, das ist die Klassik, das heißt die Vorstellung, dass die Kunst der Form, dem Dissenio oder dem Kompositorischen als Gestaltungsprinzip entspringt, zum anderen aber, und das ist sozusagen Nietzsches Perspektive notwendig beigegeben, dem Exzess, dem Riss, der Differenz, die vordergründig als Rausch dargestellt wird oder eher im Sinne Platons als Mania, also als schöpferischen Wahnsinn beschrieben wird und die der Figur des Dionysos, dem Besessenen, angehört. Ich setze wiederum hinzu, dass von der spezifischen Besessenheit des Genies auch eine Notiz eben Kants spricht, ist sehr erhellend, denn im Umkreis seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht heißt es, dass, ich zitiere, dass von der plastischen Natur, plastisch hier im Sinne des Gestaltens, das von der plastischen Natur geschwängerte Genie sei gebieterig, hochmütig und trotzig, weil es, so Kant weiter, unter beschwerlichen Verzückungen der Einbildungskraft, unter großer Gefahr der Vernunft uns ein Kind gebäret und weiter, das Genie ist ein Gestörter, den ein anderer erstlich auslegen muss.
Ich erspare mir jetzt genau ins Detail zu gehen, denn die Sprache, die Metaphorik ist hochinteressant, weil das Genie sozusagen immer männlich konnotiert ist und mit männlichen Eigenschaften verbunden, aber gleichzeitig die weibliche Eigenschaft des Gebärens enthält. Der schöpferische Impuls, also das Moment seiner Freiheit, ist dagegen bei Nietzsche nicht die Spontanität der Einbildungskraft, sondern eben das Produkt eines Widerspruchs, eines Antagonismus, im wörtlichen Sinne einer Auseinanderlegung oder Auseinandersetzung, einer Unvereinbarkeit. Deswegen spreche ich auch von Differenz. Freiheit erfordert einen Bruch, das ist die Quintessenz bei Nietzsche, eine Zäsur, die allem entgegensteht, was historisch der Form oder Regel angehörte, was nicht Regellosigkeit bedeutet. Aus diesem Grunde beschreibt Nietzsche die Spannung des apollinisch-dionysischen durch eine Anzahl begrifflicher Unterscheidungen, zu denen einerseits die Täuschung, man muss hier übersetzen, die klassische Mimesis gehört, zweitens das Traumbild, also wieder übersetzt die Fantasia oder Imaginatio, wie ebenfalls die Masken, das ist der dritte Begriff Nietzsches, und zwar die Masken der Rede, das heißt die Figuren und Figurationen der Rhetorik. Während andererseits dem Dionysischen die Kennzeichen der Ekstasis und des Übermaßes, wie Nietzsche sagt, also der Überschreitung zukommt, wie sie dann später Georges Bataille zur Grundlage seiner surrealistischen Ästhetik gemacht hat. Alles wird aus der Überschreitung eben gedacht. So werden in Nietzsches Spätwerk eindeutig aufeinander bezogen, überhaupt zu Unterarten dionysischer Exzentrizität erklärt, der jetzt der Vorrang zukommt, der damit sozusagen das Eigentliche des Ästhetischen ausmacht. Ich zitiere noch einmal aus der Götzendämmerung: Was aber bedeutet der von mir in die Ästhetik eingeführte Gegensatzbegriff apollinisch und dionysisch? Beide als Arten des Rausches begriffen. Wobei seine Antwort keinen Zweifel daran lässt, dass die End- oder Verrückung der dionysischen Ekstase den primären ästhetischen Grundzustand ausmacht, während das Imaginäre, das eben noch bei Kant im Zentrum steht, als produktive Einbildungskraft nur deren Korrelat bildet, das die Kunsthaftigkeit der Kunst und damit die Freiheitlichkeit der Kreativität erst definiert. Kurz, Freiheit wird hier sozusagen antizipierend für die von Nietzsche erahnte Wendezeit des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts mit der Geburt der Avantgarde, aus der Unterbrechung, der Zerreißung aller Illusionen im Wortsinne der Katastrophe, also der entscheidenden Wendung, vorausgedacht. Entsprechend spricht Nietzsche von der wörtlich Vernichtung der gewöhnlichen Schranken und Grenzen des Daseins. Vom Entsetzlichen, wie er auch sagt, also demjenigen, das muss man alles wörtlich nehmen, was uns von einem Platz entsetzt, also disloziert und an einen anderen Platz versetzt oder transponiert, um gerade dadurch in radikaler Weise ein, wie Nietzsche sagt, nie Empfundenes zu öffnen. Es geht sozusagen um die Radikalität des Neuen hier. Anders formuliert, die Bedingung von Freiheit und Kreativität ist Negativität. Und zwar in einer gleichsam absoluten, also losgelösten und rückhaltlosen Weise der Destruktion, die, wie es heißt, das gewöhnliche Prinzipium Individuationes, also das, was uns die Dinge unterscheiden lässt, zerstört, wie auch den Satz vom Grund, also die klassische Kausalität, die, wie Nietzsche fortführt, eine Ausnahme erleidet und den Menschen wieder wörtlich plötzlich an den Erkenntnisformen der Erscheinungen irre werden lässt. Mit dem Prinzipium Individuationes und dem Satz vom Grund sind zwei Fundamente der gesamten klassischen Metaphysik oder Philosophie gemeint, die hier nicht umgestürzt werden, wohl aber und zwar durch sozusagen eine Freiheit im Sinne einer Anarchie, also des Ungrundes sozusagen, in Frage gestellt. Und wenn Nietzsche dabei eine martialische Sprache verwendet, die uns vielleicht in Zeiten des Krieges etwas erschrecken mag, so darf dabei nicht vergessen werden,
dass es sich nicht um die Auflösung oder Zerstörung als Selbstzweck handelt, wenn er von Destruktion spricht, sondern um die Zerreißung von Überlieferungen, die erst die Vorbedingung für eine ganz andere, neue Erfahrung bildet, nämlich die Erfahrung dessen, was Nietzsche wiederum als Wahrheit bezeichnet, die er auch als, zitiere wörtlich, die Wahrheit der Natur und des Lebens nennt. Ich zitiere ihn nochmal, Apollo, das ist jetzt ein sehr pathetischer Nietzsche, Apollo steht vor mir als der verklärende Genius des Principium Individuationis, also das, was uns die Dinge unterscheiden lässt, durch den allein die Erlösung im Schein wahrhaft zu erlangen ist, während unter dem mythischen Jubelruf des Dionysos der Bann der Individuation zersprengt wird und der Weg zu den Müttern des Seins zum innersten Kern der Dinge offen liegt. Also man muss das ganze Pathos dieser Rede abziehen, um sozusagen den Kern zu gewinnen. Freiheit ist für Nietzsche immer Befreiung vom Schein, auch von den Täuschungen. Es ist sozusagen etwas, was der Enttäuschung bedarf, um zur Entdeckung der eigentlichen Wahrheit der Existenz zu gelangen, wie immer wir deren Sinn verstehen mögen. Kunst ist eine Weise dieser Entdeckung. In ihr, ihrer Differenz- und Destruktionsarbeit, die im Wesentlichen eine Arbeit der Reflexion ist, liegt zugleich ihre epistemische Dimension, eben ihre Erkenntnisarbeit, deswegen der Bezug zur Wahrheit. Eine Erkenntnisarbeit, die jeder Möglichkeit von politischer Freiheit vorausgeht. Sie ist sozusagen gleichzeitig in das Moment von Kreativität eingelassen. Auch deshalb gilt wiederum, dass Freiheit und Kreativität wie auch Freiheit und Erkenntnis enge Verwandte sind, denn Negation und Destruktion geschehen um einer Öffnung willen. Das ist im Grunde Nietzsches Anstrengung. Oder, wie es auf sehr ironische Weise der polnische Aphoristiker Stanisław Jerzy-Lecz in seinen unfrisierten Gedanken formuliert hat, Sesam, öffne dich, ich will heraus. Ich komme damit zu meinem letzten Punkt und Schluss. Die nietzscheanische Auffassung von Freiheit, also Freiheit als Negation, als Differenz, als Befreiung oder Enttäuschung der herrschenden Systeme und ihrer Fesseln als Subversion sozusagen symbolischer Ordnungen, als einer Freiheit, der im Wortsinne Anarchie, also der Ungründe und der Sprengung der Historie und ihrer Bindungen, deren eigentliche Emphase der Avantgardismus dann war, begleitet uns bis heute. Sie ist als Freiheit von, im Wesentlichen eine Freiheit zu einem noch nicht, einem noch Ausstehenden, einem vielleicht immer Ausstehenden, dessen Impuls und Bewegung der Ausbruch die Flucht ist, ohne schon ein bestimmtes, ein Telos, nicht einmal ein utopisches zu meinen. In ihrer vulgarisierten Form ist daraus ein Verständnis von Kunst und künstlerischer Freiheit hervorgegangen als fortschreitender Tabubruch, als Entgrenzung der Wahrnehmung oder Ähnliches. Die Charakterisierung findet, also diese Charakterisierungen finden ihr Unzureichendes darin, dass ihr die andere, zweite Seite fehlt, nämlich das, was Nietzsche in seiner noch traditionellen Sprache als die Wahrheit des Lebens bezeichnete, die aber das einschließt, was ich gleich zu Anfang versucht habe, als Moment der Bezogenheit, der notwendigen Bezogenheit der Beziehung überhaupt zu betonen, denn Freiheit gibt es nur in Bezug auf als relative Freiheit. Das Wort Tabubruch als Ausdruck von Freiheit besagt dann gar nichts. So wenig wie Wahrnehmungsentgrenzung so lange nicht klar ist, in welcher Hinsicht und warum oder mit welchem Ziel dieser Bruch oder diese Entgrenzung erfolgt. Denn es gibt auch leere Tabubrüche, triviale, wie es ebenfalls leere Kreativitäten oder ein triviales Neues gibt. Der Sinn der Freiheit, auch und gerade der künstlerischen, wird dann gänzlich ausgehöhlt. Denn ein Tabubruch um des Tabubruchs Willens ist keiner,
weil uns das Tabu nicht als eine wohl definierte Sache sozusagen vorliegt und man darauf zusteuern kann, sondern, oder das Neue nicht irgendetwas Beliebiges sein kann, wie auch die Kreativität kein Spiel und die Kunst kein unverbindliches La Polar, kein bloßes Spektakel bildet, sondern sie bilden die Medien einer wesentlichen reflexiven Arbeit oder Praxis, einer Praxis der der Widerständigkeit, die immer neu und anders ansetzen muss, die Verhältnisse durchquert, um die Widersprüche, die Paradoxa der Ordnungen, die ja nicht nur eine ermöglichende, sondern immer auch eine die Möglichkeit einschränkende repressive Seite besitzt, zu dekouvrieren. Sie gleichsam aus einem schrägen, gewissermaßen diagonalen oder anamorphotischen Blickwinkel her zu betrachten und damit anders zu betrachten. Denn es gibt keine Ordnung, kein System, das in sich vollständig wäre. Das ist vielleicht die Verfehlung Kants gewesen. Denn diese Aussage gilt, also dass es keine Ordnung gibt, die in sich vollständig wäre, ebenfalls für die Mathematik. Vielmehr eignet ihnen stets eine prinzipielle Aporetik, eine Antagonistität oder vielleicht auch Gewalt, weil es im Menschlichen nichts Rundes oder Vollkommenes geben kann, eine Einsicht, die wir uns auch schon die Antike hatte. Sie ist immer wieder von Neuem in immer anderen Varianten, diese Widersprüchlichkeit in immer neuen Varianten aufscheinen zu lassen, indem ihre Risse oder buchstäblichen Unfugen aufgesucht und ihre nicht recht passenden oder sich zu einem Ganzen nicht recht fügende Stellen aufzudecken, darin sehe ich die eigentliche und immerwährende Aufgabe der Kunst und ihrer Freiheiten, ihre gleichzeitigen Unselbstverständlichkeiten und Anstrengungen. Sie sind eben nicht einfach, sondern eine im Grundlegenden operierende Erkenntnispraxis, die nur dann erkenntnisreich sein kann, wenn sie frei ist, die aber nur frei sein kann, wenn sie sich im Widerständigen, dem Hemmenden und Verwicklungen aufhält und sie öffnet, die nur offen sein kann, wenn sie kreativ genug ist, sich in diese hinein verwickeln zu lassen und sich ihnen auszusetzen und die nur dann kreativ ist und sozusagen einen Aufbruch ermöglicht, wenn sie reflexiv verfährt, die auch wiederum nur die Freiheit existiert, wo sie der Reflexion entspringt und auf das bezogen bleibt, was uns je und je bedingt. Implizit ist damit gesagt, Kunst und ihre Freiheiten entspringen der bereits öfter angesprochenen Arbeit. Sie ist eine Arbeit, sie ist, was immer sie tut oder uns vor Augen führt oder zu Gehör bringt, eine höchst schwierige und verwirrende Arbeit an der Episteme, die sie der Philosophie eben vergleichbar macht. Denn beide sind Schwestern. Eine epistemische Arbeit wiederum, deren Kraft in jenen kleinen, aber wirkungsvollen Präfixen liegt, die ich in der Formulierung eben sozusagen wie einen kurzen Wink dreifach verwendet habe, als ich vom Aufscheinen, Aufsuchen und Aufdecken gesprochen habe. Gemeint ist eben das dreifache Auf. Es meint eine spezifische Erkenntnis, keine Erkenntnis, die auf Wahrheit bezogen ist, sondern die vor allem eins ist, nämlich Öffnung. Und diese Öffnung, das ist der eigentliche Sinn von Freiheit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.